Also, was geht ab, Leute? Hung hier. Heute mit dem Fazit vom GoFest und dem direkten Vergleich zur Safari-Zone vom letzten Jahr. Viele fragen sich natürlich oder haben sich gefragt, das kostet Geld, lohnt sich das überhaupt? Ich beantworte euch die Frage hier in diesem Video, also nicht wegschalten. Und am besten auch noch liken, kommentieren und abonnieren, falls ihr mich unterstützen wollt. Was hat der ganze Spaß gekostet? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich habe für mein Ticket 42,50 glaube ich gezahlt. Es kostete irgendwie 35, also Early Access. Das heißt, du durftest schon um 8 rein, also 2 extra Stunden, 8 bis 10. Das war Early Access und sonst durftest du erst ab 10 rein. Das hat 35 gekostet, aber irgendwelche Gebühren noch und Steuern, dann war es 42,50, glaube ich, am Ende. Dann kommen natürlich noch so Kosten hinzu wie Fahrt, Übernachtung und Essen und Verpflegung halt. Ausgehend davon, wie weit entfernt man wohnt und wie lange man bleiben will. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage oder so wie ich, Donnerstag bis Sonntag. Das ist natürlich schon eine Menge Geld. Da muss man sich genau überlegen und anschauen, ja, was man dafür alles kriegt, welche Erwartungen man hat und was am Ende natürlich rausgekommen ist. Wo fange ich da am besten an? Also es war 4 Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Man konnte einen Tag wählen und dort dann entweder von 8 bis 18 Uhr oder von 10 bis 18 Uhr durchzocken. Für mich gab es beinahe keine Verbindungsprobleme. Das war ein großes Problem. Viele haben befürchtet, hey, wieso soll ich so viel Geld zahlen, wenn es eh wieder abkackt und man nichts machen kann dort. Bei mir lief alles. Ich hatte Kolleginnen, die waren Donnerstag dort. Die meinten, alles einwandfrei, fast kaum Leute dort. Ich war Freitag dort, auch noch sehr ruhig, auch keine Probleme. Ich war Sonntag nochmal drin für eine Kollegin. Da gab es schon mehr Probleme. Für eine Weile bei bestimmten Gebieten war tot. So 20 Minuten ist nichts gespawnt. Ging einfach gar nichts, aber irgendwie hat sich mein Handy, mein Netz dann dran gewöhnt. Irgendwie ging es dann trotzdem, obwohl die Menge an Leuten immer noch gleich geblieben ist. Also irgendwie hat sich das dann doch stabilisiert und abgesehen von diesen 20, 25 Minuten alles einwandfrei. Trotz der Menge an Leuten. Nur das Wassergebiet war hin und wieder mal laggy, also das war irgendwie komisch. Da haben auch mehrere Leute berichtet. Ich habe auch Berichte gehört von Leuten, die hatten große Probleme, auch am Freitag. Aber der Großteil, unter anderem ich halt auch, eigentlich gar keine Probleme. Also dieses Problem konnte gut gelöst werden. Ich meine, der Vergleich zum letzten Jahr, das waren 2 Tage. Beide Tage waren offen, frei für jeden. Und ja, das wurde halt dieses Jahr unterteilt. Erstmal die erste Auslese ist durch die Tickets. Nicht jeder ist bereit, Geld zu zahlen. Dementsprechend wurden da schon mal ein paar ausgemistet. Dann wurde es nochmal auf 4 Tage verteilt. Also ich war Sonntag dort. Ich kann mir nicht vorstellen, das war schon extrem voll. Wie voll es gewesen wäre, wenn einfach hätte jeder kommen können. Nächster Punkt, was gab es dort? Es gab Venufliebes, das regionale Pokémon. Letztes Jahr gab es Corazon. Um ehrlich zu sein, Corazon war jetzt nicht so der Knaller. Ist ein regionales, das jetzt nicht so gefragt ist. Vor allem ist es ein regionales, das man relativ häufig bekommt. Corazon gibt es an Orten, wo man oft in den Urlaub fährt, sag ich mal. Und dieses Jahr gab es halt die Pflanze und die ist schon relativ selten. Und das ist auch ein Ort, wo ich sagen würde, okay, da fliegen jetzt nicht so viele Bekannte in den Urlaub hin. Also das hat man gerne mitgenommen. Also da geht der Punkt schon mal an GoFest. Dann gab es natürlich die Inkognito-Buchstaben, ausgehend davon, welche man schon hat, natürlich eher selten oder nicht selten. GoFest hatte 2 Buchstaben, die ich noch nicht hatte, das war das K und das W. Wake Up hatte das, haben die Buchstaben ergeben. Mit dem Ausrufezeichen, das Ausrufezeichen auch gefragt, relativ selten, aber hatte ich schon von dem Mac, also ja. Auch da würde ich den Punkt GoFest geben, wobei, ja, letztes Jahr gab es glaube ich Dortmund. Und zufällig sind die Buchstaben von Dortmund halt nicht selten. Aber wie gesagt, das ist immer sehr unterschiedlich. Dann gab es was Besonderes beim GoFest, was natürlich nicht bei der Safari-Zone gab, die Spezialquest. Jirachi war am Start. Das ist schon diese Exklusivität, sag ich mal, die Leute gerne haben. Vor allem, wenn sie Geld zahlen. Na klar, wird es später dann für alle freigeschaltet, aber dass Leute das schon früher bekommen, wie gesagt, diese Exklusivität, dafür zahlen Leute eben gerne und damit die Leute dann sagen können, ich habe das schon damit rumlaufen und angehen können. Die Quest an sich war cool, war eine nette Aufgabe. Eine coole Sache, um die Zeit zu überbrücken und auch eine coole Aufgabe an sich mit den verschiedenen Terrains und Fotos zu den Terrains komme ich noch. Also echt perfekt. Dann gab es natürlich noch die normalen Quests und das war ein Mangelpunkt, ein Kritikpunkt, den ich letztes Jahr hatte. Die Quests waren schlecht. Letztes Jahr bei der Safari-Zone, da gab es sogar irgendwelche Raid- und Arenen-Quests und Raid und Arenen sind im Park abgeschaltet, weil ja, sonst gäbe es glaube ich nur Probleme. Und dieses Jahr gab es halt echt gute Quests und gute Belohnungen. Also es gab 3 Sonderbonbons pro Quest. Man konnte echt mehrere 100 Sonderbonbons am Tag sammeln. Und ich habe auch viele kennengelernt, die haben sich sehr, sehr darüber gefreut. Weil offensichtlich raiden nicht alle so viel wie ich. Dementsprechend kriegen sie nicht so viele legendäre Bonbons.
und Sonderbonbons. Und ja, viele brauchen diese Bonbons eben. Die Quest an sich war auch gut, so interaktionsmäßig. Eine neue Freundschaft abschließen, ein PvP-Kampf machen, also so Sachen, wo man mit anderen Menschen reden muss. Nicht nur stur für sich selber farmen, also war ganz witzig. Die konnte man also auch gerne jagen und da versuchen, so viele wie möglich zu erfüllen. Anderer Punkt, den ich letztes Jahr auch kritisiert habe, es gab halt keinen Grund, lange zu zocken und durchzuzocken. Es gab keinen Staub, keinen Bonus, keine EP oder so, also wieso sollte ich 10 Stunden lang farmen? Ich meine, irgendwann hat man genug Kogason gesammelt. Es gab zwar auch Shinies, dazu kommen wir auch gleich noch, aber es gab nicht wirklich einen Grund, 10 Stunden am Tag durchzuzocken. Dieses Jahr hatte ich echt das Gefühl, ich brauche noch eine Stunde, noch eine Stunde. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, weil die Shinies so krass waren. Das Event hätte man auch anstatt GoFest einfach Shinyfest nennen können. Im Vergleich dazu letztes Jahr Safari Zone. Die Leute haben ungefähr dieselbe Menge an Shiny gefangen, 20, 30 Stück. Aber es gab nicht so viel Auswahl. Die Leute haben 15 Roselia oder so gefangen, 14, 15 Wablu und noch den ganzen anderen Kram. Und dieses Jahr gab es halt echt viel Auswahl und krasse. Zum Beispiel Bronze, zum Beispiel Nidoran weiblich, das sind so richtig seltene. Und die hat man natürlich dann gerne gejagt. Oder Shiny Pikachu und Evoli mit Blumenkranz, natürlich sehr, sehr gefragt. Aber die breite Masse an Shiny, das, wie gesagt, das hätte man einfach Shiny festnehmen können. Das hat sehr, sehr überzeugt. Wie gesagt, sogar ich, der an sich nicht so ein krasser Shiny-Jäger ist. War im Shiny-Jagd-Fieber und wollte so viele und wollte eigentlich alle, die ich hier noch nicht habe, da voll machen. Man sagt ja immer, Shiny sollen selten sein. Aber nee, sollen sie nicht. Und da sieht man sie dann in Dortmund. Jeder ist geil auf Shinies, jeder will sie haben. Jeder will, dass sie häufig sind. Also kommt es endlich von diesem Gedanken los, Shinies sollten selten sein. Zumindest nicht in Pokémon Go. Aber da sieht man auch, wie krass die Niantic die Leute auf Shinies getrimmt hat und wie heiß die hier auf Shinies sind. Da geht der Punkt natürlich auch an GoFirst. Aber jetzt ist die Frage, man zahlt ja eine gewisse Menge an Geld. Lohnt es sich für die Menge an Shinies? Weil ich habe auch viele Kommentare auf Facebook gelesen. Ich habe so und so viel Geld gezahlt, aber ich habe nur 5 Shiny bekommen. Shinies ist halt immer noch so eine Sache, eine Glückssache. Manche kriegen 30, 40, manche kriegen 20, manche 15, manche 5. Daran kann man nicht so viel ändern, außer ein Ticken, indem man halt viel zockt. Es gab natürlich viele Leute, die saßen viel, haben dort halt nur die Module an einem Stop mitgenommen, also an einem Spot, nicht Stop, einen Spot mit mehreren Stops. Da gab es natürlich die Aktiveren, sag ich mal, die eine Menge Shiny-Checks gemacht haben, die den Fangtrick gemacht haben, eine Menge Kilometer zurückgelegt haben, dementsprechend mehr gesehen und mehr Chancen haben auf Shinies. Und die haben alle im Schnitt ungefähr 15 aufwärts gemacht. Also die unter 15, sage ich mal, gemacht haben, waren schon eher die breitere Masse, die weniger effektiv gespielt haben. Ohne böse zu klingen. Ich hoffe, das klingt nicht so böse oder arrogant oder so. Ich will nicht sagen, dass es Eigenverschulden ist, dass man weniger Shiny hat. Es ist klar, gibt es auch welche, die wenig gezockt haben und ineffektiv und trotzdem eine Menge Shinies bekommen haben. Das ist dann eine Glückssache, aber man kann schon ein bisschen steuern und wie mehr und wie aktiver man spielt, desto mehr Chancen hat man auf Shiny. Falls ihr wisst, was ich meine. Shinies kann man nicht garantieren. Also Niantic kann nicht sagen, okay, jeder, der hier ein Ticket kauft und 42 Euro zahlt, der kriegt garantiert 10 Shiny oder so oder 20. Das kann man halt nicht garantieren. Man muss halt das Gesamtpaket betrachten. Es gab ein regionales, das relativ gut ist. Es gab Buchstaben, die relativ gut sind. Es gab eine Menge Shiny-Chancen. Ob man dann am Ende die Shinies bekommen hat, ist eine andere Frage. Und es gab die Jirachi-Quest. Und es gab eine Menge Sonderbonbons. Und es gab ein cooles Erlebnis. Der Park an sich war cool. Niantic hat sich da Mühe gegeben. Die Team-Lounges waren besser als letztes Jahr. Da gab es so einen Animator. Der hat so Gewinnspiele gemacht, wo die Shirts dann verschenkt wurden und andere Sachen. Also auch coole Sachen nebenbei, nicht nur im Spiel. Die Terrains waren geil, also das mit den Terrains und den verschiedenen Gebieten war erstens sehr clever bezüglich der Verbindung, dass nicht alle an einem Spot sind, dass sich da alle verteilt haben. Und an sich das Gefühl war halt cool. Verschiedene Gebiete, halt so wie in Pokémon, wo halt bestimmte Sachen öfter spawnen und dann konnte man die abgasen und dann sozusagen wirklich jagen. Also an sich habe ich nur Positives zu sagen. Letztes Jahr war es so schlimm, das Event wurde erstattet sozusagen und alle in Europa haben Kogason bekommen, was natürlich eine Menge Leute verärgert hat. Ja, letztes Jahr war es ein Reinfall. Ich denke, Niantic hat eine Menge gelernt, eine Menge verbessert und ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Event. Ich wollte sogar mehr. Am Ende nach 18 Uhr, ich hätte gerne noch weiter gezockt, obwohl ich müde war, weil ich wollte mehr Shiny, Alter.
Also, wenn die dieses Gefühl bei mir wecken können, dann haben die auf jeden Fall was richtig gemacht. Natürlich eine Menge coole Leute getroffen, alle meine Zuschauer und andere bekannte Gesichter. Leider natürlich nicht alle, weil der Nachteil ist halt, bei 4 Tagen, nicht jeder geht am selben Tag ein, dementsprechend kann man nicht alle sehen, aber so ist das halt. Ganz vergessen, es gab dann auch noch Cognodon, Schildergoss, also relativ seltene Pokémon. Da konnte man auch noch ein paar extra Bonbons mitnehmen, also wieso nicht? Also der einzige Kritikpunkt, den ich habe oder den man haben könnte, wäre halt Essen, Trinken und Security dort. Ich weiß nicht, schon komisch die Typen dort. Manche durften mit Essen rein, manche sind mit Thermoskannen und was weiß ich, mit vollen Flaschen reingekommen und manche mussten ihre leeren Flaschen, 0,3 sogar, die sie hätten drin auffüllen sollen oder dürfen, mussten die wegschmeißen. Also sehr, sehr komisch. Aber abgesehen davon war es eine super Zeit. Schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrung. Wart ihr dort? Wie fandet ihr es? Hattet ihr Probleme? Was fandet ihr gut? Was würdet ihr verbessern? All das unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.